Yo, servus und willkommen hier zum weiteren Unboxing-Video hier bei Dual Gaming Live mit eurem Erik. Das bin ich auf CSGO House. Ich habe 1390 Tokens und dort werden wir uns einfach mal drei dieser Cases einfach mal gönnen. Und wer weiß, was wir dabei rumkriegen und was eben nicht. Ja, hier könnt ihr auf jeden Fall mal die erste Seite vom Markt sehen. Es sind doch ein paar Schmuckstücke drin, wie es halt immer so ist. Das eine oder andere ist weg, was man davor gesehen hat. Dafür sind neue Sachen drin, wie das Karambit zum Beispiel. Und ich würde einfach sagen, wir öffnen die erste Kiste. 553 Token, eine Kiste kostet es aktuell. Also von daher gesehen, umso höher der Markt oder umso höher der Preis ist, umso besser kann er sein, was er zieht oder umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Ob das der Fall. Oh Gott! Das wäre es gewesen. Das hätte mich glücklich gemacht. Wow, das wäre geil gewesen. Die AWP Asimov ist leider nicht geworden. Das ist. Oh! Yes! Wow! Yes! Yes! Das Flipknife Crimson Web Battle Skirt sieht relativ ramponiert aus. Yes! Wow! Okay, kann man mal machen. Ist okay. Wir haben ja schon bei der letzten Folge eins rausgezogen. Ist okay. Gönnen wir uns. Wow. Okay. So, machen wir die dritte Kiste auf. Also ihr seht, mit drei Kisten kann es auf jeden Fall schon hinhauen. Boah, das wäre jetzt crazy, wenn da noch was rausgekommen wäre. Okay. Okay, nehmen wir es mit. Ich würde einfach mal sagen, wir verticken hier auch nochmal den Schlüssel. Es wird leider nicht für eine Kiste lang. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir gehen in die Slotmaschine rein, gucken, dass wir ja für 227 oder sonstiges unser Glück probieren. Oder wir sagen, okay, wir machen eine Runde Blackjack zum Beispiel. Wir bieten einfach mal 20. Im Vorfeld seid ihr natürlich nochmal erwähnt an die Leute da draußen, bitte macht das hier auf CSGO House auch wirklich nur, wenn ihr euch das Ganze leisten könnt. Ja? Es ist, wie gesagt, Glücksspiel, nichts anderes. Von daher gesehen, ihr seht, es war jetzt reines Zufall oder reiner Zufall. Ich meine, bei mir auf dem Kanal seht ihr eigentlich nur Videos, die auch wirklich so sind. Also ihr habt ja auch gesehen, teilweise bei Wave bzw. bei Steam, ja, die vier letzten Videos, da habe ich ja nichts Gescheites rausgezogen, außer blaue Sachen. Von daher gesehen, es ist reiner Zufall, es ist wirklich nur Glück und es ist reines Glücksspiel. Von daher gesehen, sei nochmal hier der Hinweis von mir. Aber gut, wie gesagt, jeder ist ja draußen, ja, ist sein eigenes Glück geschmied, wie man immer sagt. Von daher gesehen liegt es natürlich an euch. So, wir haben 10 zu 6, da werden wir auf jeden Fall nochmal eine ziehen. Haben dann 8. Haben mit der vierten Karte 18. Und ich würde sagen, wir bleiben stehen. Und da gucken wir mal, was er rauszieht. Und es ist drüber. So, da haben wir 40. Die 40 lang aber natürlich immer, weil bei weitem noch nicht. Ich würde sagen, komm, wir donnern uns einfach jetzt in die Slotmaschine rein, würde ich sagen. Wir könnten natürlich auch das Ganze berechnen. Man könnte rein theoretisch sagen, okay, was für einen Wert man bräuchte, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Knife hier haben möchte, wollen würde. Und zack, da haben wir unten den Taschenrechner. So, wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen jetzt hier das, ja komm, wir faken, wir streben das Faken hier an, den Faken, das Faken, Blue Steel, bei 2171 und tun das durch 30 Teilen 205,7. Also von daher sehen wir damit 206 binden und natürlich die Möglichkeit zu haben, wenn es mal 30 kommt, ja, das Faken zu erhalten. Also ihr seht, man kann auch nur maximal auf 30 das Ganze hier bekommen. Es könnte die AK Elite Build sein. Es könnte, es wird sie auch sein. Es ist sie auch. Es ist Z-Track. Z-Track werden wir auf jeden Fall hier auch mal reinsetzen. Und werden hier weiter spinnen. Bei 206. Okay. Das wird auf jeden Fall nichts. Sollte eigentlich nichts werden. Ich wusste nicht, dass die so einen Wert hat. Gut. Und dann gehen wir halt am Ende all in. Was soll's. Und das könnte Dual Beretta sein. Es könnte sie werden. Es wird sie auch vielleicht nicht. Nur gut, ich würde einfach mal sagen,
Was gibt es zu sagen? Ja, wir werden das Messer natürlich auszahlen. Ich werde am Ende wieder natürlich das Ganze hier am Ende reinschneiden, das Messer in-game, wie das Ganze aussieht. Von daher gesehen, danke fürs Zuschauen hier bei Dual Gaming Live mit auch dem Erik. Und ja, wenn die Prüfungen vorbei sind, wird es auf jeden Fall mehr Videos geben. So viel sei mir schon mal versprochen. Von daher gesehen, in der Zeit gibt es dann nur so kleine Videos wie halt Unboxing-Videos oder wenn ich halt mal Zeit habe oder. Von daher gesehen, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich bin erstmal raus. Ciao, ciao.